So, liebe Freunde, in der letzten Folge, Riese besiegt. Riese. Halt, da. Jäger. Was war ein Jäger? Nein. Ach so, dich. Naja, ich weiß nicht. Ich mag hier diesen Spitzenhut nicht. Und hier ist das Leuchtfeuer, von dem ich erzählt habe. Und wenn wir hier weitergehen... Oh, ein weiterer Riese. Zu dem kommen wir aber später. Vielleicht mal gucken, wie ich gerade lustig bin. Das wird ja auch kein Spiel, wo ich jetzt sage, ich renne jetzt durch und werde hier jeden Boss legen. Ah, denke ich nicht. Ich glaube, dafür wird mir jetzt die Motivation fehlen. Ich habe schon alle Bosse gelegt, die es gibt. Nein, das ist nicht wahr. Diese beiden schwarzen Katzen habe ich noch nicht gelegt im letzten DLC. Das müsste ich vielleicht mal noch tun. Kann ich eigentlich... Ja. Soll ich den Bogen aufrüsten? Nee. I'll be around, if you may. Ja, du bist around, das weiß ich doch. But seek the king. Ja, mach ich. Nee, was mache ich denn? So, und hier, das kann ich eigentlich auch mal noch ein klitzekleines bisschen auf 10 erhöhen. So. Und wir machen uns auf in das nächste Gebiet. Werden dort den Drachenreiter besiegen. Und den optionalen Boss eventuell auch noch legen. Ja, natürlich legen wir den optionalen Boss. Was rede ich denn da? Der bringt Seelen. Seelen! Halt, hier lang. Hier runter. Leute, die offline spielen, die laufen gerne mal dran vorbei. Und zwar genau jetzt. Ja. Eine Kiste wird gern übersehen. Der Kamezin-Parma war, glaube ich, so das Schild zum Blocken, wenn ich mich da gerade nicht täusche. Nee, doch nicht. War doch nicht das Blockschild. So, we open the gate. Blaue oder rote Pille. Na, wer kennt's? Eigentlich Müll, was ich gerade aufsammelt, das benutze ich eh nie. Mich wundert es ja auch, dass ich noch nicht invasiert wurde. Und das wundert mich wirklich. So. Bei manchen Gegnern braucht man eigentlich nicht mehr wegrollen. Weil meistens ist es so, wenn man wegrollt, dann ist man dann in einer so großen Distanz, dass es toll für den Bobsch war. Komm schon, Dickerchen. Ich warte hier ungeduldig. Deswegen kann ich dich auch erstmal noch mit Pfeilen abschießen. So.
Edler Knochenstaub, den müssen wir dann später mal verbrennen. Der verbessert unseren Estus. Unser wohlmundendes Getränk. Das ist die Arena vom Drachentöter. Man kann ihn auch ohne auch nur einen Schlag besiegen, indem man jetzt diesen Hebel zum Beispiel nicht drückt, sondern die Arena so klein belässt. Dann schafft man es ganz gut, ganz am Anfang, ihn in den Tod stürzen zu lassen. Aber dadurch, dass ich sowas langweilig finde, möchte ich eine ganze Arena haben. Also wenn schon kämpfen, ne, dann ordentlich. Das machen zum Beispiel die Speedrunner. Da wird das nämlich das meistens dies der erste Gegner, weil ja, stürzt sich selbst in den Tod und bringt halt gut Seelen. Oh Mann, wenn ich mir überlege, wie ich mich da ganz am Anfang angestellt habe, hier so in diesen Gebieten. Das ist unglaublich. Mein allererster Charakter hieß natürlich Lingir. Und der ist auch immer noch nicht gelöscht. Auch wenn er total verskillt ist und er gerade so im NG Plus festhängt. Halt. Ja, wenn ihr hier die drei Jutenfreunde besiegt, dann kommt hier der zweite Hebel und dann habt ihr hier auch den Recht. Der ganzen Schuhe. Jetzt ist quasi die Arena komplett. Da unten ist ein NPC, den ihr euch rufen könnt, den man nicht vorher mal irgendwie mal mit denen reden musste oder so. Den ihr euch auch hier zu diesem Kampf rufen könnt. Aber ihr müsst bedenken, wenn ihr ihn ruft, dann wird der Kampf schwieriger. Ach, scheiß drauf. Ich ruf den jetzt. Komm, Kollege, was soll's? Was soll der ja jetzt? Und hier waren die NPCs auch noch nicht ganz so cool, sage ich mal, weil in den DLCs, da haben sie dann auch schon angefangen zu winken und sowas und sich zu verbeugen. Ganz wichtig, wenn ihr den Boss, der da hinten so in dieser großen Kathedrale ist, da Ornstein, war's Ornstein? Ja, ich glaube Ornstein war's. Ornstein, dann geht ihr hierher, holt euch den Herrenlosen, geht hin, kämpft und dann rastet ihr am Leuchtfeuer, geht wieder hierher, holt ihn euch und macht erst dann diesen Boss. Weil wenn ihr diesen Boss gemacht habt, ist der weg. Genau, dann könnt ihr den nämlich nicht mehr rufen, weil das hier ist nämlich der Hauptboss. Sei mir gegrüßt. NPCs, die ihr rufen könnt, machen nicht viel Schaden, aber halten halt dafür viel aus. So. Ja. Drachenreiter Seele bringt ein Schild, seine Lanze oder einen Bogen. Die würde ich mir sogar aufheben für den Bogen.
Ich schaue meine Waffe an und denke mir so... Ja, könnte ich schaffen. So, dann reden wir mal kurz hier mit der guten Frau. Ja. Die ist irgendwie nicht so toll. Wie soll ich sagen, die verarscht halt die Leute so ein bisschen. My preceptor always, and such is my. Sometimes I fight. It is, and being out here all alone. Ja, Prüfung der inneren Kraft. Sehr, sehr gut für Kleriker. No need for miracles. So. Mach ich's. Ja, ich mach's. Ich kann ja jetzt erstmal noch so ein bisschen so meinen Bogen verwenden. Oder schlägt dann Ornstein mit dem Bogen. Mal gucken. Mal gucken, wie ich es jetzt mache. Ja, ich könnte es eventuell... Ach nee, scheiße, ich müsste jetzt ja ein bisschen mehr mit Bogen kämpfen. Ach, scheiß drauf. Du, herkommen. Huch! What? Wieso ist er nicht zurückgegangen? Nein! Normalerweise hält er sich zurück, wenn der mit dem großen Schwert hier zu laufen anfängt. Nein, der erste Tod durch einen Gegner. Gefällt mir ja nicht. Ah, ist schon besser. Ja, die Seen hole ich mal, setze ich später ein. Du bist noch da. Aha. Klappe. Ein Spieler. Was? Wieso ist er noch da? Haben die das geändert? Ich jag dir Wahnsinn. Also ist es doch egal. So, ihr beiden. Erscheinet. Ja, du bist dann natürlich schneller. Und nehmt du mal was Gutes. Und am meisten Spaß, finde ich, macht das Spiel, wenn man das mit einem Freund noch so zusammenspielt. Ja. Hat es mitgekriegt, ja. Seht ihr, wie wenig Schaden ich den jetzt noch mache? Also ich sage jetzt einfach mal, ich mache den jetzt. Also ich mache den auf jeden Fall weniger Schaden. Nur weil hier jetzt noch zwei Leute mit rumrennen. Also das muss man halt abwiegen. Deswegen sage ich halt immer, mir selber bringt es eigentlich wenig, wenn ich mir Leute hole. Ach, diesmal hält er sich zurück, oder was? Hä, ist der andere schon weg? Lol. Tatsache. Also gebracht hat er mir nicht viel. Das habe ich aber halt dann aufgepasst, aber das wäre doch dort gestanden, wenn er zurückkehrt, beziehungsweise er gestorben wäre.
Und schon mache ich wieder mehr Schaden, aber nicht genug Schaden, dass ich ihn mit meiner Ausdauerleiste töten könnte. So, hier ist es so, auch hier alle töten. Also hier ist jetzt nur einer, im NG Plus sind es dann schon zwei. Dann erscheint dieser Hebel. Das war deutlich. So, und den Boss machen wir dann in der nächsten Folge. Die blaue Kathedrale. Ring des Bindens. So, so. Bis zur nächsten Folge, liebe Freunde. Tschüss.